So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grow Castle. Beim letzten Mal haben wir ordentlich Kolonien abgefahren. Mittlerweile kriegen wir 616.000 Gold. Alle 54 Sekunden. Damit haben wir gerade erstmal die Hälfte, nicht mal die Hälfte von allen Kolonien abgefarmt. Das wird richtig viel Cash am Ende geben. Ja, so eine Million. Über eine Million sicherlich. Pro 54 Sekunden. Das ist schon viel. Das ist wirklich eine ganze Menge. Können wir hier unseren Archer nochmal upgraden und dann würde ich sagen, treten wir einmal der Hölle bei, um zu gucken, wie weit kommen wir denn. So, dann können wir uns jetzt erstmal ganz kurz ein wenig zurücklehnen. Am Anfang ist es noch relativ einfach und der Schaden steigt recht langsam, weil die einfach noch nicht viele HP haben. Aber am Ende hat dann irgendwann schon ein Unit 100.000, 200.000, 300.000 HP. Dann kriegen wir die Millionen Schaden schon hin. Also 140 Millionen, so wie in der letzten Season, würde ich gerne überbieten. Durch die ganzen Upgrades und so weiter. Ja, kommt halt gerade kein Gegner, ne? ist halt gerade nichts da. Deswegen können wir gerade nicht fighten, aber eine Million haben wir geschafft. Oh, wisst ihr noch, wie wir am Anfang gerade mal über eine Million so gefreut haben. Die wir auch gerade so mit Ach und Krach geschafft haben. Mann, das war noch Zeit, jetzt sind wir schon bei 2 Millionen und jetzt steigt die Zahl recht flott immer weiter. Und wenn mal ein paar mehr schneller Gegner kommen würden, wäre es noch einfacher. 3 Millionen, 3,5 Millionen. Und alle Gegner warten. Mann, gibt es endlich jemanden zum Schlachten. Lasst mich immer die Eingeweide rausreißen. 4,5 Millionen. Ja, gerade diese Skeleton sind echt ekelhaft, diese fliegenden Skeleton. Sie sind okay, die Harpien, aber die Skelettbogenschützen, die sind echt heftig, was auch fast den Damage angeht. Aber ich meine, wir haben jetzt 51.000 HP, mehr Mana noch, wir haben bessere Skills und alles. Also ich denke mal schon, dass wir ordentlich weit kommen werden jetzt. Also 140 Millionen, denke ich mal, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und ich kriege immer mehr Gold. Piu. So, da sind wir schon bei 11 Millionen Schaden. Und ihr seht, ja, jetzt steigen die Damage-Zahlen relativ schnell. Weil die Gegner auch wesentlich mehr Leben haben. Aber ich kriege auch schon ganz ordentlich Kohle von denen. Also wenn man Geld farmen möchte, wäre Hölle natürlich auch eine super Möglichkeit dazu. Allerdings kriegt man halt dafür keine Edelsteine. Und ich finde, die Edelsteine sind schon wichtig. Die ganzen Gebäude aufzurüsten, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, die Miniguns und so weiter aufzurüsten, weil die sind wirklich die Main-Damage-Dealer. Und was man hier auch nicht vergessen darf, worüber ich gerade auch überlegt habe, warum die Kristalle immer noch so mega viel Damage machen, also die Feuer-, Eis- und Donnerkristalle, die haben ja prozentualen Schaden von den Town-Archern. Wenn man die also immer weiter höher bringt, dann machen natürlich auch die Elementare immer mehr Schaden, so bis 250-300% Schaden von Town-Archer, je nachdem welcher Kristall es ist. Da habe ich auch gerade die ganze Zeit überlegen gewesen, warum machen die immer noch so viel Schaden? Aber ja, die ziehen sich die Damage aus den Town-Archern. Ja, noch werden die ganz easy aus der Luft geholt. 34 Millionen Schaden, 35 Millionen Schaden. Aber bald halten sie ein bisschen mehr aus und können teilweise auch schon mein Castle angreifen. Das ist dann echt eklig dann. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. 42 Millionen Schaden, fehlen nur noch 100 Millionen. Noch geht es immer noch. Noch brauchen wir immer noch kein Skill benutzen. Die waren noch relativ schnell gekillt. Ah, da konnte fast schon einer angreifen. Die haben sich schon in Stellung gebracht. 49 Millionen Damage. 50 Millionen Damage. 51 Millionen. Oh, gerade ging es relativ schnell. Da haben wir wohl eine ganze Masse an Gegner angegriffen. Ah, ein paar Hexen auf den Boden bringen. Na, böse. Das muss uns erstmal wieder generieren durch meinen dunklen Elf. Ja, da kommen schon die hässlichen Drecksarcher, die ekelig viel Damage machen. War eine falsche Reihenfolge. Macht aber nichts.
weiß gar nicht, ob die in der Luft dann auch getroffen werden. Wenn sie von den Bazooka-Kugeln getroffen werden. 92 Millionen Schaden und die haben schon ein bisschen Damage gemacht, ne? 100 Millionen Schaden. Aber wir haben immer noch 7800 Mana, das ist okay. Damage, mein Mauscursor ist weg, da ist er. Ja. Hat mich gerade ein wenig HP gekostet, weil ich meinen Mauscursor gesucht habe. So eine Scheiße. Es hat leider nicht für die 140 Millionen gereicht, sondern für 139 Millionen. Das ist natürlich echt bitter. Aber wir sind damit auf Platz 319 erstmal gestiegen. Ah ja. Ja, muss man. Ja, das war total dumm gewesen. Ich habe einfach meine Mauscursor nicht gesehen. Das ist echt oft so, dass ich die einfach verliere irgendwann aus den Augen. Egal. Ein bisschen stärker machen, um uns selber stärker zu machen. Ja, höllenmäßig haben wir jetzt erstmal uns für die Season erledigt. Oh, wir sind ein Platz aufgestiegen von 199 auf 138, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 10 Wellen nach oben. Latin Club Fireteam vor Guild. Und wenn man hier später halt diese Plätze erreicht, zum Beispiel hier Platz 1, dann kriegt glaube ich jeder 15 von diesen S-Kisten. Oder Platz 50 kriegt eine S-Kiste. Ich glaube Platz 50 bis 10 müsste das sein. Ich denke mal nicht, dass nur die einzelnen Plätze hier das kriegen. Ich glaube schon dann alle. Und die einen haben schon, ja, Platz 1 hat 77.000 Waves geschlachtet. Und das ist Reddit Roots, das ist wirklich vom offiziellen Reddit-Forum. Ja. Discord-Server noch dazu und Reddit. Ja, ist ganz nützlich. Gerade in dem Reddit-Forum sind auch die, ist das Wiki von Growcastle und das ist echt interessant. So, wir machen weiter mit Wasted Diamond. Diese hässlichen Drecks-Anti-Bot- Funktion gehen mir so auf die Nüsse, ey. Das ist einfach nur ekelhaft. Wir machen jetzt Wellen weiter. Erstmal ein paar Folgen. Ein bisschen weiterkommen, ne? Ist aber nicht sonderlich schwierig, außer die Boss-Ebenen. Ich habe auch irgendwie überlegt, mir das Goldene Horn mal zu kaufen für 5 Euro. Damit die Gegner ein wenig schneller kommen. Ich meine, 5 Euro sind nicht so viel investiert dafür. Also nicht so viel, ne? Dass man die schon mal investieren kann. Ich überlege noch, ob ich mir das kaufen werde. 5 Euro sind wirklich nicht viel. Ja, ich werde es mir gleich kaufen, glaube ich. Das dauert einfach ewig lang. Ich mach's mal nach der Folge, kaufe ich mal. Könnt ihr mal so ein bisschen den Speed beobachten. Wie der sich unterscheiden wird. So, jetzt können wir immer wieder unsere Town Archer weiter aufrüsten. Die müssen stärker werden. Die müssen stärker werden. Der Taurus ist echt nervig. Der lenkt so viele meiner Einheiten ab. Und macht auch so viel Schaden. Über 4000 Damage. Das ist falsch mit ihm. Und man kriegt einfach so viel Gold durch die einzelnen Waves. Das ist echt krass. Da lohnt sich halt Auto-Battle auch überhaupt nicht, weil man halt dann gar kein Plus mehr macht. Das ist total schade. Finde ich auch ein bisschen ärgerlich. Aber wir kriegen einige Waves, kriegen wir hin. Meine Waves dauern noch nicht ganz so lange wie später dann irgendwann. Weil ich glaube, ich habe hier sonst immer auch immer nur so 10 Waves hinbekommen, oder? Growcastle 106 bis 160, weil ich die geskippt hatte. 161, also so 15 Waves habe ich immer so hinbekommen. Ah, ich habe schon lange keine Waves, keine reinen Waves mehr gemacht. 176 ist so das, die letzte Wave, die wir zusammen irgendwie gemacht haben. Ja, das ist schon gute 5400 Waves her. Da kann man sich ja mal wieder
gemeinsam hier hinsetzen und die Waves abschlachten. Ja, dieses Skippen, das mache ich auch schon lange nicht mehr. Gerade wenn man halt die Edelsteine in die Tower setzen kann, dann sind mir die da wesentlich besser investiert, als in diese dämlichen Waves überskippen. Was natürlich auch ganz cool ist, wenn man sie, ne, wenn man die überspringen kann, so 20er Waves. Die, wie viel sind es gewesen? 5 Waves, doch, 20 Waves, ne? Werde ich halt machen, wenn ich dann die 30.000 Kristalle in die Dings gepumpt habe. In die ganzen Tower, wenn ich dann 3 Tower auf Level 9.999 habe, was allerdings noch eine ganze Weile dauern wird. Also, da muss ich mir jetzt erstmal keine Sorgen drüber machen, dass ich das irgendwann mal haben werde. 1.800 ist natürlich auch schon ganz in Ordnung, aber halt gerade mal ein Fünftel, ne? Da ist noch eine ganze, ganze Menge vor uns. 6,695 und mehr Damage für meine kleinen Town Archer. Diese ganzen kleinen Tower hier im Hintergrund hier mit Poison Meteor, den Speeds, den Boosts, die kleinen TNT Orks und die normalen Orks, die ignoriert man schon fast, also die braucht man eigentlich gar. Die machen einfach nichts, ne? Der TNT-Ork sprengt ab und zu mal meine Einheiten in die Luft. Der bringt natürlich mit der Defense noch ein bisschen. Na, dauert halt auch noch ein bisschen länger, wenn man die Defense jedes Mal durchbrechen muss. 6887. Platz sind wir mittlerweile. Das ist ordentlich. So, ich denke, eine Wave können wir noch machen. Platz 6800 von Milliarden. Nicht Milliarden. Millionen Accounts. Das ist schon viel. Aber da sind wir schon gut vorangekommen. Und hat immer nur so ein bis zwei Plätze. Manchmal auch sogar drei Plätze. Hat man ja gerade gesehen, dass es doch ab und zu mal ein bisschen schneller vorangeht. Aber das ist wirklich selten. Das ist wirklich selten. Ihr seht da teilweise schon 6 Waves vor mir. Und nur, naja, 12 Plätze. Gut, meine lieben Freunde. Wir machen ganz kurz eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Grow Castle. Da geht's weiter mit Wellen. Und zwar mit dem Horn für 5 Euro. Gucken wir mal, wie viel uns das bringt. Ich teste es einfach mal und wir sehen uns dann für die nächste Folge wieder von Grow Castle. Bis dann, ciao.